Hallo, mein Name ist Alex Fischer. Heute möchte ich euch einen Tipp geben zu dem Thema Heizkosten sparen. Viele von euch wissen es vielleicht schon, aber trotzdem ist das Thema richtig lüften. Das Hauptproblem, das nicht passieren darf, ist, die Wände selber speichern Energie und Wärme und die Wände dürfen nicht auskühlen. Deswegen macht man sogenanntes Stoßlüften. Das heißt, man reißt alle Fenster auf, lässt sie 3 Minuten offen und macht sie dann alle wieder zu. Auf die Art und Weise ist die komplette Luft, die warme Luft draußen, aber die Wände sind nicht ausgekühlt, sodass euch kaum Energie verloren geht. Wenn ihr dann die Fenster wieder zu habt, werden die Wände weiter ihre Wärme abgeben und es wird dafür sorgen, dass es wieder sehr schnell warm wird. Macht ihr es dagegen falsch, sprich ihr stellt Fenster auf Kipp, wie zum Beispiel in der Toilette oder im Schlafzimmer, dann führt es dazu, dass die gesamte Wand dort auskühlt und fürchterlich kalt wird. Das verschwendet erstens Energie und zweitens führt es dazu, wenn ihr das Fenster wieder zumacht und gerade im Bad, Toilette und Schlafzimmer ist sehr viel Luftfeuchtigkeit vorhanden, dann führt es dazu, dass diese Luftfeuchtigkeit an diesen kalten Stellen kondensiert. Das heißt, dort wird es oberflächlich feucht. Das führt dann zu Schimmelbildung und ist unangenehm. Also, guter Tipp, richtig lüften und vor allem bringt das auch euren Mietern bei. Hierfür hat der Haus- und Grundbesitzerverein einen sehr guten Flyer herausgegeben, den man dort bestellen kann, richtig heizen und lüften. Unten findet ihr einen Link zum Haus- und Grundbesitzerverein, dort könnt ihr euch das anschauen. Und noch etwas ganz wichtig, selbst wenn ihr diesen Flyer an eure Mieter verschickt, die meisten lesen es nicht oder sind zu doof, es zu verstehen oder sind zu beschäftigt, es zu lesen. Sprecht es jeweils mit den Mietern an, dass Stoßlüften wichtig ist und erklärt ihnen das Problem der Kondensation. Dann werdet ihr 90% der Schimmelschwierigkeiten gar nicht erst haben. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank, euer Alex Fischer.